Okay, hier wären wir jetzt in der Dämpfermontage. Das heißt, jedes ST und jedes KW-Gewindefahrwerk wird hier die Produktion begonnen mit dem Stoßdämpfer. Das heißt, wir haben hier dann die einzelnen Teile. Das hier sind zum Beispiel die Gehäuse jetzt. So sehen die Gehäuse fertig aus. Hinterachse wäre das jetzt. Das ist das, was wir jetzt unten auch gesehen haben, ne? Ja, genau. Okay. Variante 3 sieht man hier. Hier kann ich die Druckstufe einstellen. Rohr Gehäuse, haben wir ja vorhin gesagt, wir haben zwei Rohrdämpfer. Habe ich hier nochmal ein Innenrohr. Das läuft nachher in dem Gehäuse. Habe die Kolbenstange. Und in der Kolbenstange läuft nachher diese Einstellstange. Aha, und das ist das, wo man dann eben die Zugstufe einstellt. Okay. Genau. Das sind so diese Komponenten. Liegt hier alles parat. Und dann geht es hier los mit der Montage von der Zugstufe. Das heißt, die Kollegen nehmen den Fertigungsauftrag, nehmen die einzelnen Teile hier raus, hier speziell jetzt die Kolbenstange. Und dann haben sie wieder Stückliste, wo hinterlegt ist, welche Rebound-Hülse brauche ich, welchen Arbeitskolben brauche ich, welche Führung brauche ich, welche einzelnen Teile. Und dann werden die hier zusammen montiert und letztendlich sieht dann die fertige Kolbenstange so aus. Ich habe hier Kolbenstange, die unterste Arbeitskolbe drin, der ist aus Sintermetall, da ist von Teflonband aufgeschrumpft, hat verschiedene Rebound-Hülse und hier schon die erste Führung mit drauf. Das finde ich interessant, welche haben wir gedacht, das ist ein Gummi oder irgendwas, aber das ist... Teflon. Teflon. Ja. Teflon. Der Fuß versucht ja immer den Stoßdämpfer möglichst reibungsarm hinzubekommen. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt hier aber sehr glatte Oberfläche habe, läuft es in diesem Metallzylinderrohr auch ziemlich gut. Aber auch hier wieder alles Handarbeit, ne? Ja, also wir haben allein mittlerweile sogar drei Mitarbeiter, das ist wirklich super für Montage. Okay, dann haben wir hier den wesentlich komplexeren Teil, das ist die Montage vom Bodenventil. Wenn ich Variante 2 oder Variante 1 habe, dann habe ich ein nicht einstellbares Bodenventil. Das sieht ganz einfach so aus. Da ist von uns dort vorgegeben, welche Bohrungen da sind und dementsprechend habe ich den Widerstand im Bodenventil. Etwas komplexer wird es dann ab Variante 3 aufwärts. Da habe ich das Bodenventil. Das steckt nachher so im Dämpfer drin. Und ich habe jetzt hier in diesem Bodenventil selber eine Einstellnadel drin. Und diese Einstellnadel, die kann ich entweder hochdrehen in das Ventil rein, dann habe ich mehr Widerstand, wo das Öl dran vorbeifließen muss. Oder ich kann sie weiter runterdrehen, dann habe ich weniger Widerstand. Das heißt, dann auch der Dämpfer wird weicher. Wenn ich es weiter hochdrehe, wird der Dämpfer härter. Okay, logisch. Genau. Und diese ganzen Einzelteile werden hier eben montiert. Und wie lange kann man jetzt sagen, zum Beispiel bei Station 1, wie lange braucht man da bei der Dämpfermontage? Also generell kann man sagen, dass es unser Ziel ist, dass der Kunde nach Auftragseingang innerhalb von 24 Stunden sein Fahrwerk bekommt. Gut, aber im Endeffekt nur so der komplette Treiber. Wer Schritt 3, wer einfach Dämpfer ins Gehäuse einpresst? Nee, nur das Bodenventil. Nur also das Boden. Du hast hier das Zylinderrohr. Dann hast du das Bodenventil, das wir jetzt nicht haben. Das wir gerade gesehen haben, aber. Genau, das legst du dann hier rein, steckst es drauf und dann wird es. Also hier wird dann drauf reingepresst in das Zylinderrohr. Das ist da unten dran. Nee. Und dann kommt es schon zur Endmontage. Also scannt wieder den Fertigungsauftrag ab, bekommt dann hier die Zeichnung von dem Dämpfer, bekommt dann auch schon über die Pistole hier die richtige Menge an Öl vorgegeben und baut dann den Dämpfer zusammen. Ja, das ist gerade am Prüfen. Das heißt, jeder Dämpfer, der dann zusammengebaut worden ist, wird dann auch geprüft. Also 100% Kontrolle. Okay, und auf was wird der geprüft? Also wird in 4 verschiedenen Dämpfungsgeschwindigkeiten geprüft. Mhm. Also langsam, wenn sich der Dämpfer langsam bewegt, immer schneller. Das sehen wir jetzt hier. 4-mal, genau. Ja. Da wird jetzt eingespannt. Dann geht er raus. Erstmal einlaufen. Dann geht es los. Langsame Dämpfungsgeschwindigkeit. Das wird jetzt mit der Zeit eben schneller. Okay. Müssen wir aber eigentlich schon wieder hier schauen. Okay. Aber das hier nehme ich schon wieder zusammen. Er hat jetzt das Gehäuse genommen, hat das Zylinderrohr drin. Jetzt kommt das Öl rein. Jetzt kommt die Kolbenstange rein. Der Ohrring drauf. Kommt der Führung drauf.
Und dann wird das Ganze hydraulisch verstaubt, mit einer Schraube. Dann kommt zum Schluss noch eine Niedergasdruckfüllung rein, 5 bar ungefähr sind es, dass man eben ein relativ luftleeres System hat. Dann sieht er hier auch immer die Grundeinstellung, Einstellung Zugstufe, Einstellung Druckstufe, was die Grundeinstellung von uns abwergisch. Okay, dann ist schon ein fertiger Dämpfer. Okay. Also vier Arbeitsschritte. Im Endeffekt Anlieferung, dann wird das erste Dämpfergehäuse gemacht und dann kommen eigentlich die vier Arbeitsschritte. Also genau. Das war Vorbereitung, dann eben Schritt 1 Zugstufenventilmontage, genau. Bodenventilmontage. Genau. Dann wird eingepresst. Bodenventil einpressen, genau, genau. Und dann finale Dämpfermontage. Okay. Mit der abschließenden Prüfung. Ja. Mhm. Und es ist jetzt egal, ob das eine Variante 1, 2, 3, Streetkomfort oder was auch immer ist. Oder auch ST-Gewindefahrwerk, die werden alle, laufen alle Dämpfe hier über die Prüfmaschine. Hier sind wir jetzt in der Federbeinmontage, das heißt, er scannt auch wieder den Auftrag ab, den Fertigungsauftrag, und sieht dann, wie er das Federbein zusammenzubauen hat. Sieht man jetzt zum Beispiel dahinter, hat er die Zeichen offen und baut dann so letztendlich die Federbeine zusammen. Sieht, wo der Federteller hin muss, wo die Vorspannfeder, Hauptfeder, oben den Federteller. Kann auch nochmal alles kontrollieren, stimmen die Artikelnummern überein und dann baut er es letztendlich zusammen. Ja. Jetzt sehen wir hier noch die Hinterachsdämpfe, die er noch baut, auch Variante 3. Das ist jetzt noch ein bisschen was Besonderes, weil er an der Hinterachse oben noch so ein Zugstufe-Einstellfenster hat. Das ist das schwarze Teil mit dem Lilla-Rädchen da drin. Da tut jetzt auch die Entlüfterscheibe drauf, Federwerksbegrenzer drauf, Staubschutz drauf und dann kommt es auch hier dazu rein. Dann hat er noch Hinterachsfeder und Hinterachshilfestellung. Und dann wäre das Fahrwerk eigentlich schon fertig. Okay, also im Endeffekt die Teile, die wir jetzt alle gesehen haben, werden einfach zusammengebaut. Zusammen montiert. Und genau. Dann versandfertig gemacht. Genau, und dann geht es hier rüber. Wenn man das noch ordnungsgemäß verpackt. Ja, so geht es nicht zum Kunde raus, sondern wir haben da immer noch so ein spezieller Schaum. Weil halt, wenn wir über 1000 unterschiedliche Fahrwerke haben, können wir uns nicht Inlets auf Inlets festlegen, sondern haben den Schaum hier. Ja, den finde ich immer so geil. Ja, der ist am Anfang noch ganz richtig heiß. Ja, heiß. Und jetzt geht es relativ schnell. Dann wird er fest, ne? Härter dort dann aus, genau. Ja. Und so kannst du den halt unter eine Feder legen. Und dann drückt sich die Feder da rein. Ja. Das ist. Wenn man jetzt überlegt, wir verschicken in über 80 Länder Fahrwerke. Wenn es dann nach Südafrika geht, nach Australien geht, nach Chile geht, das sollte die Fahrwerke halt auch gut ankommen. Ja, klar. So haben wir das als Verpackung. Okay. Wenn es dann richtig verpackt ist, geht es hier über das Band rüber in den Versand. Okay. Da können wir jetzt auch kurz noch hingehen. Gerne. Wie viele Pakete verschickt ihr da so am Tag? Also normalerweise schaffen wir so zwischen 300 und 400 Pakete am Tag zu verschicken. Ja, jetzt im Moment, wenn Hauptsaison ist, dann eher 400. Muss dann einmal schauen, dass die Post alles mitnehmen kann. Mhm. Ja, aber so zwischen ungefähr 350 Pakete am Tag. Das ist ja schon echt, geht ordentlich was raus. Ist eine Hausnummer. Aber für KW oder für alles zusammen? ST Suspensions? KW und ST und dann auch die Private Label Produkte, die wir machen, alles zusammen. Ja. Okay. Ja. Finde ich sehr beeindruckend hier. Sonst ist hier eben Lagerfläche für Federn, Sportdämpfer haben wir auch noch ein Programm bei ST. Die ganzen Teile sind hier eingelagert. Okay. Haben wir Platz für so ungefähr 3000 Liter Boxen. Das ist schon echt was. Und das heißt, es kann auch eigentlich immer, immer was auf Lager. Zum Großteil, ja. Also die Standard, die Standardfahrer, die haben wir auf Lager. Also wir haben so Opel Corsa. Genau. BMW. Aber es gibt auch Fahrwerke, wie jetzt zum Beispiel für den BMW Z8. Da gibt es relativ wenig Fahrwerkshersteller, die da was haben. Mhm. Und da ist es eben so, dass wir dann sagen, das ist dann wirklich ein Fahrwerk, da verkaufen wir auch nicht 10 oder 20 Stück im Jahr, sondern weniger. Ja. Und die fertigen wir dann auch nach Auftragseingang. Also okay. Sobald der Kunde bestellt, geht es dann erst los. Ja. Ja gut, aber Z8 hat ja nicht jeder in der Garage stehen. Genau, und wenn man das dem Kunde auch vorher sagt, das ist eine Einzelanfertigung für dich, ja, dann hat er auch vielleicht eher die Lust darauf zu warten. Ja. So, Leute, wir haben uns kurz umgezogen. Was haben wir hier, Johannes? Ja, hier haben wir die Fahrwerke, die schon fertig sind. Mhm. Jetzt schauen wir mal, ob deins auch schon dabei ist.
Guck mal hier, ja, das sieht ganz gut aus. BMW ja. E36, Clubsport. Wahnsinn. Und das dürfen wir jetzt mitnehmen? Ja, sehr gerne. Okay, Wahnsinn, das freut mich sehr. Vielen Dank für die Tour heute. Gerne. Wir haben viel erfahren, viel gelernt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir packen jetzt unser Fahrwerk ein und fahren nach Hause. Johannes, danke dir vielmals. Gerne, gerne. Leute, Clubsport. Und los.